Die Frankfurter Ehrenbürgerin Trude Simonsohn wird heute 100 Jahre alt. Sie hat die Bildungsstätte Anne Frank von Anfang an begleitet. Wir sagen Mazal Tov und bis 120. Ich danke Trude für ihre Menschlichkeit und vor allem für ihre Liebe für Freunde. Da hatte ich immer mit ihr das Gefühl, die wird für mich stehen und sie wird immer da sein, wenn man sie braucht. Und bei ihr steht die Freundschaft ganz oben über alle anderen Erwägungen. Man kann immer davon ausgehen, sie wird immer vor ihr Freunde stehen und das war für mich immer so wertvoll. Ich danke Trude Simonsohn für Witz, für ein Lächeln im Gesicht, für Zuversicht, für eine ganz positive Lebenshaltung. Das beeindruckt mich und ich denke, damit hat sie vielen Menschen wirklich etwas gegeben und ich danke ihr dafür. Ich danke Trude Simonsohn, dass sie nicht nur gesagt hat, fragt uns, wir sind die Letzten, sondern sie hat das gelebt in den Generationengesprächen, in den Schulbesuchen. Und natürlich, dass sie Frankfurt als ihre Heimatstadt erklärt hat, dafür bin ich unendlich dankbar. Aber für mich ganz persönlich das Erlebnis, als Kind an der Hand meines Vaters sie kennenzulernen und sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt, da war so viel Wärme und so viel Nähe. Ich danke ihr für die Freundschaft. Ich kann ihr nur für die Freundschaft danken, für die Ratschläge, die sie mir gab und für die Freundschaft. Wenn ich ein Problem hatte, dann wusste ich, dass ich immer zu Trude kommen kann und sie hat immer eine Lösung gefunden und fast immer habe ich sie befolgt. Fast immer. Ich will es nicht übertreiben, aber sie hat einen goldenen Charakter. Den hat sie. Trude Simonsohn wächst in Olmütz in der damaligen Tschechoslowakei auf. Sie ist ein glückliches Kind, wie sie später schreibt. Ein Kind liebender Eltern. Ein zweites Zuhause ist die jüdisch-zionistische Jugendbewegung. Hier ist sie mit jungen Menschen ihres Alters zusammen. Sie verbindet ein gemeinsamer Traum. Auch in der Zeit der Verfolgung hat sie Menschen an ihrer Seite, die sie in Erinnerung behält. Nicht von allen gibt es ein Foto. Trude Simonsohn lernt ihren Mann Berthold kennen. Sie heiraten, erst rituell in Theresienstadt und nach der Befreiung auch ganz offiziell. Einige Jahre später gehen sie gemeinsam nach Deutschland. In Frankfurt gründen sie eine Familie. Trude Simonsohn will als Überlebende für die sprechen, die nicht mehr sprechen können. Als Zeitzeugin berührt sie unzählige Menschen, gerade Junge. Mich hat es sehr beeindruckt, dass sie den Mut gehabt hat, in die Schulen zu gehen und über den Holocaust zu sprechen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Was mich an Trude besonders beeindruckt, ist ihr politischer Akzent. Das, wenn man mit ihr spricht, da kommt man nicht drum herum, über die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Und auch wenn sie mit Jugendlichen über die Vergangenheit spricht, das bleibt nicht nur bei ihrer Erfahrung. Es gibt immer dazu eine politische Lehre, eine moralische Lehre, die sie auch so gut und so authentisch auch vermittelt. Besonders beeindruckend finde ich diese Art von offenem, ehrlichen und direkten Kontakt, den Trude Simonsohn mit Jugendlichen aufnimmt und Schülerinnen und Schülern. Es ist mir aufgefallen, dass für viele junge Menschen die Begegnung mit Trude Simonsohn ganz wichtig ist. Und ich glaube, das hat damit zu tun, wie sie spricht und mit dieser Art von Direktheit, aber auch Offenheit, mit der sie Jugendlichen begegnet. Und das finde ich etwas ganz Besonderes. Und ich denke, damit hat sie vielen jungen Menschen wirklich etwas eröffnet und sie wirklich bewegt. In Frankfurt ist Trude Simonsohn unter Wegbegleitern, unter Menschen, die wie sie überlebt haben. Oder die im Widerstand waren. Sie bringt sich ein, spricht, berührt. Gemeinsam mit Elisabeth Abendroth schreibt sie ihre Memoiren und sichert ihre Erzählungen damit für kommende Generationen. Liebe Trude, ich wünsche dir vor allem, dass diese Pandemie bald überstanden ist, dass du die Familie, die Freunde wiedersehen kannst
Und deshalb von ganzem Herzen Mazel Tov zum 100. Liebe Trude, Mazel Tov bis 120 und ich wünsche, dass der Witz bleibt. 100 ist schon was ganz Besonderes. Und du weißt ganz genau, dass du mir eine ganz besondere Freundin bist. Und ich wünsche dir Gesundheit, Zufriedenheit, genieße deine Familie und deine Freunde noch. Naja, was bleibt noch mit 100 Jahren zu wünschen? Trude, du hast alles erreicht, was man erreichen kann. Das Einzige, das noch zu wünschen bleibt, dass Gesundheit und dass du mit Freunden und unter Freunden immer bleibst. Und wie wir sagen, ad mer vesrim bis 120 Jahren. Trude Simonsohn baut viele Freundschaften auf. Alle Menschen zu zeigen, die sie berührt hat, ist wohl unmöglich. Denn Trude Simonsohn sagt selbst, andere Leute sammeln Briefmarken. Ich sammle Menschen.